Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, auch auf den Tribünen. Sir Winston Churchill, der sagte einst, es ist einfacher, eine Nation zu regieren, als 4 Kinder zu erziehen. Und deswegen möchte ich mich gleich zu Beginn meiner Rede auch den lobenden Worten der Ministerin anschließen. Denn diese anerkennenden Worte für jene, die sich eben um die Erziehung kümmern, zeigen den enormen Anspruch an eine gute Betreuung eines jeden Kindes. Und das gilt für die Erzieherinnen und Erzieher, aber auch für die Eltern zu Hause. Und wir haben in dieser laufenden Legislaturperiode viel gemacht. Und um den Bedürfnissen von Eltern eben auch immer besser und gerechter zu werden, haben wir unter anderem bereits in der vorletzten Legislaturperiode das Elterngeld unter der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen eingeführt und in dieser Legislaturperiode das Eltern zum Elterngeld Plus weiterentwickelt. In meinen Augen ein Wendepunkt in der Familienpolitik. Und durch diese Regelung haben Eltern eben die Möglichkeit, ganz individuell auch die Zeit mit ihrem Kind zu gestalten. Und ein richtiger und wichtiger Schritt in Richtung Familienzeitpolitik und somit ein wichtiger gesamtgesellschaftlicher Gewinn. Und nicht zuletzt die steigenden Geburtenzahlen seit 2010, die eben aus unserer Sicht auch durchaus mit dem Elterngeld zusammenhängen, fordern eben auch einen Ausbau des Betreuungsangebotes. Und dessen sind wir uns in der Unionsfraktion und auch in der Koalition bewusst. Denn die richtigen Rahmenbedingungen für diesen Ausbau zeigt der heute zur Abstimmung vorgesehene Gesetzentwurf. 100.000 zusätzliche Betreuungsplätze, wir haben es gehört, für den Kita-Bereich und für die Kindertagespflege bis zur Einschulung und dafür eben 1,126 Milliarden Euro bis zum Jahre 2020. Meine Damen und Herren, hier möchte ich aber auch noch mal deutlich sagen, ich fordere die Länder aber auch auf, hier keine klebrigen Finger zu bekommen, sondern die Unterstützung, die wir hier auf den Weg bringen, 1:1 an die Kommunen weiterzuleiten. Und wir als Abgeordnete im Deutschen Bundestag sollten auch genau hinsehen und prüfen, ob diese Gelder eben auch da ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Also ich werde das in meinem Wahlkreis im Schaumburger Land und im Landkreis Nienburg jedenfalls tun. Ich hoffe, Sie tun das Gleiche. Aber auch die Länder müssen eben ihrer Verantwortung nachkommen. Sie können nicht nur immer die Hände aufhalten und nach mehr Geld vom Bund schreien. Denn, meine Damen und Herren, es handelt sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn es um unsere Kinder und um die Kinderbetreuung geht, wo Bund, Länder und Kommunen eben auch gemeinsam in der Verantwortung stehen. Wir als Union haben uns immer wieder für die Kommunen eingesetzt und stark gemacht. Wir haben gemeinsam mit dem Koalitionspartner Förderung und Entlastung in Milliardenhöhe geleistet. Insgesamt hat der Bund seit 2007 rund 8 Milliarden Euro allein in den Ausbau und die Betriebskosten der Betreuungseinrichtungen investiert. Das muss und darf an dieser Stelle doch auch einfach mal von den anderen Sektoren anerkannt werden. Und ein Punkt ist mir in diesem Zusammenhang aber auch noch wichtig. Und das Thema, was derzeit auch in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert wird, und wir haben es heute ja auch gehört und im Entschließungsantrag der Linken wird es auch gefordert, das ist die Beitragsfreiheit für den Besuch einer Kita. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Alle Kinder sollen die Möglichkeit haben, in eine Kita zu gehen. Das sind wir unseren Familien schuldig und das ist auch eine Aufgabe im Zusammenhang der Chancengleichheit. Aber muss alles, was heute staatlich angeboten und organisiert wird, kostenlos bzw. beitragsfrei sein? Kein Kind darf aufgrund sozialer Umstände benachteiligt oder ausgeschlossen werden. Dem sind wir uns hier, glaube ich, im Hohen Haus auch allumfassend einig. Aber auf der anderen Seite kann die Forderung nicht sein, mehr Plätze, mehr Fachpersonal, mehr Qualität und das alles am besten frei von jeglichen Kosten. Das passt nicht zusammen. Das steht auch im klaren Widerspruch im Verantwortungsbewusstsein mit der CDU/CSU gegenüber der nachfolgenden Generation, weil irgendwer muss es dann irgendwann ja auch mal bezahlen. Und gerecht ist, wenn jeder das leistet, was er leisten kann. Und selbstverständlich sollten Elternbeiträge sozialverträglich angepasst werden. Elternbeiträge, die beispielsweise nach Gehaltsaufkommen gestaffelt sind, gibt es bereits vielerorts, vielleicht auch ein Modell der Zukunft. Und hier sollten die Länder und Kommunen noch mal genau hinschauen, denn auch die Gebühren oder die Beiträge für den Kita-Besuch sind eben Angelegenheit der Länder und der Kommunen. Denn meine Befürchtungen sind, dass die Beitragsfreiheit einhergehen würde mit Qualitätsabstrichen bei der Betreuung. Und auch Befragungen von Eltern haben deutlich ergeben, dass Qualität der Betreuung ihrer Kinder wichtiger ist als die Abschaffung von Kita-Beiträgen. Das sollte man an der Stelle auch mal berücksichtigen. Und was im Zusammenhang mit den Qualitätskriterien einen zentralen Stellenwert aus unserer Sicht einnehmen muss, wir haben es vorhin auch schon gehört, ist
ein guter Personalschlüssel. Denn nur ein guter Personalschlüssel ist ein maßgeblicher Garant für gute Erziehung, Betreuung und Bildung. Es gibt große regionale Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise ist der Personalschlüssel bei der Betreuung von Kindern über 3 Jahren fast doppelt so hoch wie, Frau Brandner, wie in Baden-Württemberg. Und was wir also brauchen, meine Damen und Herren, was wir also brauchen, sind, glaube ich, dann auch mal gemeinsame Qualitätsstandards der Länder. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ansprüche an die Art der Betreuung eines Kindes sind so unterschiedlich wie die Familie selbst. Mehr Flexibilität ist eben auch hier gefragt. Hier kann ein möglicher Lösungsansatz einerseits die Kindertagespflege, andererseits aber auch zum Beispiel Betriebskitas sein. Ich hatte gestern Abend eine interessante Diskussion mit einer erfolgreichen Unternehmerin aus Berlin. Und wir haben uns eigentlich über den Bereich der Digitalisierung unterhalten und irgendwann erwähnte sie beiläufig, dass sie vor einigen Jahren versucht hat, in ihrem Unternehmen eine Betriebskita zu installieren, was aber von den Behörden abgelehnt wurde. Über die Details haben wir uns noch nicht unterhalten, das werden wir aber noch tun. Und was wollte sie denn damit erreichen? Sie wollte damit erreichen, auf der einen Seite, dass sie eben die beanspruchte Flexibilität ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch in ihrem Unternehmen anbieten kann und auf der anderen Seite ihr Unternehmen natürlich auch durch diese Mehrwertposition anderen potenziellen zukünftigen Mitarbeitern dadurch attraktiv macht. Und deswegen wäre es mein Wunsch, liebe Frau Ministerin, wenn wir uns vielleicht dazu entscheiden können, das Förderprogramm für die Betriebskitas, was in diesem Sommer ausläuft, nicht auslaufen zu lassen, sondern uns über eine Verlängerung unterhalten und gleichzeitig aber auch schauen, ob die Parameter und Stellschrauben, die damals so festgelegt wurden, aktuell noch die richtigen sind oder ob wir da Handlungsbedarf haben. Denn die Vielfältigkeit der Angebote schafft erst die Flexibilität, die Eltern und eine freie und selbstbestimmte Entscheidung, die sie eben auch brauchen. Aber auch die Digitalisierung in der Zukunft oder beziehungsweise wir leben ja schon in einer sehr stark digitalisierten Welt, bietet hier Chancen. Arbeit wird sich verändern und in der nächsten Legislaturperiode werden wir hier über ganz andere Herausforderungen und uns auch über ganz andere Modelle unterhalten. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, eins ist dabei aus meiner Sicht aber klar. Das Thema Selbstbestimmung beziehungsweise Wahlfreiheit der Familien steht für die Union ganz klar an erster Stelle. Ich bin selbst stolzer Vater einer fast 3-jährigen Tochter. Und weil ich mir um die Zukunft unseres Landes bewusst bin und in den vergangenen Monaten sehr fleißig war, kommen in wenigen Wochen noch 2 dazu. Also, und wenn wir schon, also wir erwarten in den nächsten Wochen Zwillinge. Und weil wir schon so viel über Quoten gesprochen haben, 3 Kinder in einer Legislaturperiode, das ist doch eigentlich auch mal eine gute Quote. Und ich möchte damit aber eigentlich sagen, dass man sich natürlich die Frage stellt, wenn man vor einer solchen Herausforderung steht, wie geht man eigentlich mit der Betreuung um? Wie stellt man sich da auf? Wie macht man das? Und meine Frau hat sich damals entschieden, als unsere erste Tochter geboren ist, in den ersten Lebensjahren unsere Tochter selbst zu begleiten und die Erziehung zu übernehmen. Ich unterstütze, wo ich kann, aber wir wissen das, Sie wissen das genauso gut wie ich, wir als Abgeordnete sind viel unterwegs und da fehlt auch mal die Zeit und wir sind nicht so oft zu Hause. Deswegen höchsten Respekt auch für jene, die eben sich da ganz bewusst entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu erziehen und nicht in eine staatliche Betreuung zu gehen. Und wir haben aber, das möchte ich fairerweise auch sagen, wir haben auch das große Glück, dass wir mit 3 Generationen unter einem Dach leben und meine Eltern uns da unterstützen, wo sie können. Und dass wir auch, oder dass auch unsere Schwiegereltern oder meine Schwiegereltern in unmittelbarer Nähe wohnen und uns auch unterstützen da, wo sie können. Das hat eben nicht jeder. Was ich aber damit sagen möchte, ist, liebe Frau Kollegin, Regelungen, die die Freiheit der Familiengestaltung beeinflussen oder lediglich nur ein ganz bestimmtes Familienmodell fördern, das lehnen wir ab. Für uns hat eine echte Wahlfreiheit oberste Priorität bei familienpolitischen Überlegungen. Für uns zählt das Credo bei Familienpolitischen. Herr Beermann, jetzt ist Ihre Wahlfreiheit abgelaufen. Ich komme zum Schluss. Wirklich deutlich überschritten worden. Ich komme zum Schluss. Wir sagen den Familien, wir lassen euch in Ruhe, aber niemals im Stich. Deswegen freue ich mich, dass wir heute ein wichtiges Gesetz auf den Weg bringen und da auch alle Fraktionen zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ansonsten haben Sie natürlich jede Wahlfreiheit.